Gut. Wie ihr bestimmt gesehen habt, geht es in der nächsten Session um den Leberhaken. Leberhaken bedeutet, der Schlag, der auf die Leber kommt, wird mit der linken ausgeführt und trifft bei mir quasi auf der rechten Seite. Dazu hat er mir eben gesagt, soll ich die Pratze am besten so quasi an den Körper halten. Das funktioniert dann besser, weil ich meine Leber da auch ein bisschen schützen kann. Pur auf die Leber wäre vielleicht nicht so gesund. Ja, worauf kommt es an? Wie hält man die Hand? Wie schlägt man den Haken? Wichtig ist die Armhof. Man kann nicht direkt von hier einen Leberhaken hauen, weil das würde zu lange dauern. Und man ist nicht jeder ist Mike Tyson, dass er es auch schafft. Wir versuchen im Prinzip eine linke, rechte gerade leicht zu stechen. So haben wir die Vorarbeit, um den Leberhaken zu hauen. Wichtig dabei ist die Arme hoch, links, rechts, zurückziehen, Körper runter und Leber rausstechen. Noch einmal, links, rechts, runter und raus. Wichtig ist, die Beckenarbeit ist sehr wichtig. Schulter und Becken ist sehr wichtig, die harmonieren zusammen. Noch einmal, links, rechts und da kommt die ganze Kraft vom Leber. Ich sehe gerade, du hältst die Hand auch recht gerade. Ne? Die kommt genau. Eigentlich recht gerade hier rein. Weil er hat auch echt gut Druck, obwohl er jetzt gar nicht so feste zuschlägt. Mhm. Ich merke schon, er hat eigentlich ordentlich Wumms hinter. Ah, und wieder. Ja. Die Höhe von der Leber ist ja eher so einzuordnen, unter der Brust. Ne? Richtig. Und dann schon seitlich. Genau. Man müsste sich so vorstellen, dass die Rippen von hier gehen und da gehen. Und die ersten 2-3 cm ist, glaube ich, Knorpel, sind nicht die Rippen. Deshalb so reinstechen und nicht so reinstechen. Weil so ist die Fläche wesentlich größer, dass man die Knochenhaut wie hier den Knorpel. Auf jeden Fall hat es Wirkung, auch wenn man nur die Pratzen hält. Mach mal ruhig ein bisschen fester. Nochmal, noch fester. Ah, geht bestimmt noch fester. Noch einer. Also man muss auf jeden Fall eine gute Körperspannung haben. Wenn da nichts angespannt ist, kann ich nur sagen, das geht durch wie Butter. Eine gute Übung, um jetzt die seitliche Muskulatur mal wirklich fit zu machen, damit man auf Spannung bleibt, ist mit dem Medizinball. Die können wir direkt mal zusammen zeigen. Eben eine Rotationsübung um die eigene Körperachse. Eigentlich gibt er mir jedes Mal den Medizinball an. Ne? So schräg ich den, ja. Und dann rotiere ich schnell auf die andere Seite, wieder zurück und nehme den hier an und wieder ab. Und dann gebe ich ein bisschen Gas. Und wieder 1, 2. Und da kriegt man auf jeden Fall eine gute Spannung durch die Rotation. Es geht auch dabei, die Bauchmuskulatur spannen. Das ist ein Level weiter dann. Und das ist natürlich eine Übung, da braucht ihr einen Partner zu Hause. Ne? Einer muss euch irgendwie den Safe in die Hand drücken oder ihr habt eben wirklich ein gutes Gewicht zu Hause, so ein Medizinball oder ähnliches. Ja, das war's zum Thema Leberhaken. Weiteres in den nächsten Videos. Tschüss. Tschüss.